Hallo, wisst ihr, wie man die Fläche eines Trapez berechnet? Nein? Ich erkläre euch wie. Wir nehmen zur Veranschaulichung das Trapez und beschriften es. Dann nehmen wir ein zweites gleich großes Trapez, drehen es und legen es mit der Seite D zusammen. Du hast ein Parallelogramm. Zeichne die Höhe des Parallelogramms, kennzeichne es mit H. Jetzt brauchen wir für die Formel die Länge, also A plus C und das mal die Höhe. So haben wir A plus C mal H. Da wir nur von einem Trapez die Flächenformel berechnen wollen, müssen wir alles durch 2 rechnen. So haben wir die Formel A plus C mal H durch 2.